Hallo, ich bin Andrea von Kleider für Julia und heute werde ich wieder so ein Video machen, wo ich euch meine Pläne zeige und ihr helft mir bei der Entscheidung, was soll ich denn als Video machen. Ich habe nicht sehr viele Pläne, aber ich weiß auch, dass ich wirklich wenig Zeit haben werde und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich von all diesen Plänen maximal 3 als Video machen kann, weil die auch zum Teil eher aufwendige Stücke sind. Und genau deswegen ist eigentlich wirklich wichtig, dass ihr auch eure Meinung sagt, damit es zumindest so weit wie möglich wirklich zu euren Wünschen passt. Ich fange dann an mit meinen Erbsplänen. So, das erste Stoff, das ich euch zeigen möchte, ist dieser Stoff. Das ist eine Jacquard. Ich habe diesen Stoff auch bei einem Dekoladen gekauft. Das ist übrigens, wo ich die beste Preis-Leistung finde, ist bei einem Laden für Dekostoffe, wo sie auch die Resten verkaufen oder manchmal diese Musterstoffe. So, da sind oft nicht sehr große Stücke, aber die sind schon recht hochwertig und dafür eigentlich ziemlich günstig. Mit diesem Stoff möchte ich eine kleine Jacke nähen. So was ist der Plan. So, die Idee bei diesem Jacke ist eigentlich diese Art so Chanel-Jacke, eher sehr kurz, mit Prinzessinnette, gefüttert auf jeden Fall. Und ich hätte auch Lust, wenn die Jacke lang genug ist, weil es ist mir schon wichtig, dass er wirklich kurz bleibt, aber wenn er dafür lang genug ist, würde ich gerne so diese Paspeltaschen machen. So, da bin ich aber wirklich nicht 100% sicher. Die Herausforderung wird hier wahrscheinlich mit diesem Stoff alle Schnittteile so zu schneiden, dass diese Blumen nicht verloren gehen. So, ich habe schon eine Idee, wie ich das schneiden möchte. Mal schauen, ob es dann wirklich so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. So, darauf freue ich mich. Ich finde, das ist echt ein guter Plan. Und das ist dann mein Plan Nummer 1. Der nächste Plan ist ein Klassiker. Ich zeige euch gleich die Zeichnung. So, die Idee ist eigentlich eine sehr, sehr klassische Bluse machen. So Hemdbluse mäßig. Ich habe schon eigentlich zum Teil viele von diesen Sachen gemacht. Ich habe sogar schon ein Jeanskleid, wo die Mehrheit von diesen Techniken verwendet wurden. Aber ich habe noch nie in einem Video vom Anfang an eine ganz normale Hemdbluse gemacht. Und ich finde, dass das auch interessant wäre. Und ich finde, dass dieser Stoff, das ich hier habe, perfekt dafür ist. Das ist eine leicht gewebte Viskose im Rot. Der Farb von diesem Stoff gefällt mir sehr gut und ich kann es mir sehr gut als eine klassische Hemdbluse vorstellen. So, das ist mein Plan Nummer 2. Mein Plan Nummer 3 ist das. Die Idee wäre hier so eine Art Jumpsuit oder Overall, aber ich möchte es nicht direkt auf der Haut entziehen. Die Idee ist wirklich eher eine Herbst- oder Winterkleidungsstück, wo ich drunter unbedingt ein T-Shirt oder sowas anziehen muss. Ich habe ein Problem mit diesen so Overalls, weil ich finde die theoretisch sehr schön und es gibt viele, die mir sehr gut gefallen. Aber es stört mich schon etwa, dass wenn man auf Klo geht oder so, dass man sich fast komplett ausziehen muss. So, deswegen war ich bis jetzt immer sehr skeptisch mit solchen Kleidungsstücken und jetzt möchte ich die aber unbedingt probieren. Aber mit dann so einem T-Shirt oder etwas drunter. Das ist so der Plan, wo ich mehr neugierig bin, wie es wird. Und ein Grund dafür ist auch der Stoff. Ich habe hier so einen Plan A und Plan B Stoff. So, das ist mein Plan A Stoff. Ich konnte mir fast vorstellen, dass ihr ein bisschen skeptisch mit diesem Stoff seid. Aber ich finde es schon schön. Ich denke, das hat schon Potenzial. Und so, wenn ihr könnt natürlich einen anderen Stoff nutzen. So. So, das ist mein Plan A Stoff. Und ich habe noch einen Plan B, weil ich selber auch noch nicht ganz sicher bin, ob diesem Stoff wirklich funktionieren kann. Und ich habe hier einen anderen Stoff, und zwar das hier. So, dieser Stoff ist einer meiner geraden so Lieblingsstoffe und ich war sehr unsicher, was kann ich damit nähen. Genau deswegen, weil als ich es gekauft habe, war eigentlich mit der klaren Absicht, eine Hose zu nähen, weil er auch ein bisschen leicht elastisch ist. Es ist nicht viel, aber ich denke, dass es eigentlich genug wäre. Und ich kann es mir sehr gut als Hose vorstellen. Aber ich mag es so gerne, dass ich auch mittlerweile schon an viele andere Sachen gedacht habe, dass ich da mitnähen konnte. Und ich habe tatsächlich 2 Meter davon. So, ich konnte auch zum Beispiel diese Overall nähen. So, das wäre jetzt dann so mein Plan B für den Overall. Mein nächster Plan ist so eine Blusenkleid. Ich habe schon diese Jeanskleid auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte aber Lust diesmal auf etwas ein bisschen klassischer, so ein bisschen
seriöser und ich wollte auch dafür diesmal meinen taillierten Oberteil-Grundschnitt nutzen. Das heißt, ich wollte schon etwas ein bisschen mehr so körperbetont und auch etwas, das ich auch für etwa elegante Anlässe auch tragen konnte. Genau, und dafür habe ich dann diesen Stoff gedacht. Das ist ein Crepe und mir gefällt diese Farbe sehr gut. So, das ist dann mein Plan Nummer 4. Und zuletzt, ich habe nur noch eins. Das ist ein Plan, das ich euch schon mal gezeigt habe. Das hat nicht gewonnen damals. Ich habe mit diesem Schnittmuster schon mehrere Versuche gemacht und es hat nie geklappt. Das ist eine Etui-Kleid. So, die Herausforderung für mich von dieser Etui-Kleid ist, dass ich möchte nur 2 Abnähe machen. Und das heißt, dafür würde sich eher eignen, vielleicht der Kastenformgrundschnitt oder auch wenn der taillierte Oberteilgrundschnitt nur eine Abnähe im oberen Bereich. Das heißt, das Kleid wäre dann eigentlich eher gerade nach unten. Ich kann immer so leicht taillieren, aber unter die Brust wäre trotzdem immer noch sehr viel Stoff. Und das ist mein Problem so. Weil vor allem für Frauen mit etwas größeren Brüsten, um diesen Brustumfang zu machen, hat auch gleich ziemlich viel Stoff in der Bauch. So, die Herausforderung ist dann, diese extra Stoff in der Bauch wieder zu entfernen, aber ohne eine Abnähe, weil einfach direkt in der Seite schaut nicht gut aus. Vielleicht muss ich wirklich ein paar Schnitte machen, ich wollte das vermeiden, aber mal schauen. So, ich möchte aber auf jeden Fall noch einmal versuchen mit dem Etui-Kleid und ich habe auch wieder hier 2 Stoffe dafür gedacht. Eins ist diese, das ist leicht durchsichtig, aber es ist kein Problem, ich würde es dann gefuttert machen, es ist auch nicht sehr durchsichtig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ein Etui-Kleid mit diesem Stoff. Ich finde diesen Stoff sehr vielfältig, ich kann es mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel mit Turnschuhe, wenn ich eher so eine lässige Outfit möchte, oder sogar mit höheren Absätzen und ich bin auch gut zum Abendessen oder sogar zu einer Hochzeit. So, diesen Stoff finde ich sehr schön und ich finde, dass er sehr gut damit dafür passen würde. Der nächste Stoff ist dann dieser. So schaut es aus. Und was hat dieser Stoff ganz Besonderes? Ich habe es gemacht. Also ich habe das Design gemacht. Es ist noch sehr unreif. Das war mein erstes und ich finde es okay. Ich hoffe, dass das nächste besser wird. Ich habe einige Anfängerfehler gemacht mit den Proportionen und so. Ich wollte schon sehr große Blumen, aber die Linien sind dafür ein bisschen zu groß, finde ich. Und ich habe noch einige Sachen gemacht, die nicht ganz optimal waren. Aber ich bin für das erste Mal ganz nett und ich war einfach so begeistert, dass ich das gemacht habe, weil ich habe schon mehrmals darüber gedacht, dass ich gerne auch so ein Stoffmuster entwerfen würde, aber habe eigentlich nie wirklich gedacht, wie ich das machen konnte. Und ich wurde von Spoonflower geschrieben, sie haben gefragt, ob ich nicht ihre Stoffe testen wollte. Und ich dachte, ja, warum nicht? Und vor allem, als ich gesehen habe, dass man da auch selber die Stoffe entwerfen kann, habe ich dann wirklich ja gesagt und habe dann 2 Designs geschickt, das ist eins davon. Und wie gesagt, so trotz einiger Anfängerfehler, ich werde bestimmt etwas damit nähen. Und ich denke, dass auch weil der Muster so groß ist, dass er sich auch sehr gut für so eine Etui-Kleid eignen würde. Und das ist dann alles, das ist der Vorschlag Nummer 5. Das sind dann alle meine Pläne für den Herbst. Das ist jetzt wirklich nur für den Herbst, weil für den Winter habe ich dann andere Pläne und andere Ideen und die zeige ich euch dann später. Ich weiß, dass ich nicht Zeit für alle haben werde. Diesmal bin ich 100% sicher. Ich weiß, dass ich sicher, ich würde sagen, ich kann maximal 3 davon machen, höchstwahrscheinlich eher 2 davon machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann schreibt, welche sind eure Lieblings. Dann für euch ist alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.